Und willkommen zurück bei Let's Play Miscreated, wo wir letztes Mal die Militärbasis gefunden haben. Ich freue mich. Nicht wundern, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen geheilt, eben gerade, weil ich ja die Soundfiles und... Ach, da kann man nicht hingehen, oder? Weil ich ja die Soundfiles dann noch zwischendurch bearbeite. Also Audacity und so weiter, den ganzen Blödsinn. Doch, kann man hin, oder? Ach Leute, ich weiß es nicht. Also sieht auf jeden Fall krass aus. Und wäre auch total krass, wenn man da hin könnte. Ja, man kann da sogar echt hin. Das ist ja echt... echt Wahnsinn. Voll mega cool. Und jetzt bin ich echt gespannt, was uns hier erwartet und was wir hier finden vor allen Dingen. Wahrscheinlich nix. Immerhin. Eine Soda ist schon mal ganz cool. Voll geil. Richtig cool. Ah, oh, geil. Combat Boots. Wie cool. Und die haben wir schon. Scheiße. Black Combat Boots. Weißt du was, so ein bisschen schwarz schadet ja nie. Ach was, ey, voll cool. Nur wenn wir das hier. Oh, geile Waffe, eine neue. Oh, 357 Revolver, ich glaub's nicht. Und noch ein Survival Knife, was wir nicht brauchen. Wie geil ist das bitte? So, warte mal. Zwei. So, hat dieses Ding jetzt... Natürlich nicht. Natürlich keine Munition. Also klar. Gut, also merke. Die Flinten sind von Anfang an nicht geladen. Denn hier sind Flüchtlingszelte, Schlafzelte. Und was es hier alles gibt, ey, das ist ja echt... Ah. Ah. Ich glaube, das, was wir machen, wir legen dieses blöde Ding hier weg. Nehmen wieder unsere gute Shotgun. Dafür haben wir zwar jetzt auch keine Munition, aber ich gehe davon aus... dass wir hier... Oh, nicht mehr rauskommen. Dass wir hier noch irgendwo mit Sicherheit Munition finden werden. Das ist ja hier echt Schlaraffenland. Schlechthin, ey. Bandage ist auch schon mal gut. Das ist ja hier meine Güte. Und ich glaube, damit können wir uns 2 Stunden beschäftigen hier. Zu looten. Voll cool. Wie gesagt, ich hatte gelesen, dass es das Ganze geben soll. Also Militärbasis, aber ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass wir die finden. Und da ist ein Fahrzeug. Und jetzt, Leute. Das gucken wir gleich an. Wenn jetzt das Ding auch noch funktioniert, ein Fahrzeug, dann pinkel ich mir in die Hose hier. So, hier hatten wir, glaube ich, den Revolver, ne? Nur schön wäre es, wenn es hier echt mal Munition geben würde. Dann könnten wir eventuell ja auch mal in der nächsten... Oh Mann, Leute. Nächsten Folge oder so, wenn wir das hier alles angeschaut haben, nochmal auf Spielerjagd gehen. Da waren wir drin, ne? Ja. Und uns vielleicht auch mal den einen oder anderen Spieler vorknüpfen.
Aber dafür brauchen wir erstmal Munition. Das gibt's doch nicht. Ein 9mm Handgun ist echt ein Witz hier, ne? Wie alles finden. Die wollen mich doch hier verarschen. Okay, also man weiß, kann sich schon mal merken, wenn wir irgendwas suchen an Waffen oder so, dann finden wir es hier. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Leute noch hier auf dem Server sind. Ob es 10 sind, ob es 5 sind, jetzt wieder mittlerweile, keine Ahnung, weil ich nicht disconnected habe. Wir werden es spätestens dann erfahren, wenn wir erschossen werden. Okay, die Dinger funktionieren schon mal nicht. Da haben wir noch eine Büchse, wollte ich gerade sagen. Dingens. Eine unglaublich wichtige Flashlight. Nee, Wasser. Water. So, und wir sind gleich wieder gesund. Gesund wie ein junger Hund. Super geil. So, hier gibt's Diesel, aber wozu? Wozu? Also es müsste ja dann an sich schon Fahrzeuge geben. Wenn es hier Diesel gibt. So. Wollen wir es mal riskieren? Ja, komm, wir riskieren es mal. Jetzt kann ich erschossen werden. Haben wir wenigstens mal hier so einen Turm von oben gesehen. Aber ich glaube, auf die Entfernung 22er Rounds. Ach, die waren für, natürlich genau für das andere Drecksgewehr. Gut, aber auf jeden Fall, ich muss schon mal merken, auf den Türmen könnten wir Munition finden. Das ist einfach zu geil hier. Das ist einfach echt mördermäßig geil. Und ich bin gespannt auf diese Kasernengebäude da unten. Was es da so alles gibt. Ich stürze mich hier erstmal zu Tode, wahrscheinlich gleich. Die gucken wir jetzt als erstes an. Da passiert was. Entweder werde ich gerade erschossen. Hier ist. Ja, da schießt jemand. Die wird geschossen. Ich weiß nicht von wo. Aber. Irgendjemand schießt hier. Es hat mir den Dreck ins Gesicht gespritzt. Und wir brauchen also dringend dann irgendwie Munition. Was sind das? Da oben liegt er! Ich hab ihn gesehen. Da oben auf dem Berg liegt er. Und er weiß, wo wir sind. Ist blöd. Irgendwie sehr blöd. Weil wenn er jetzt hier runterkommt, haben wir ein großes, mittelschweres, sehr großes Problem. Wir brauchen Puffy-Jacke, brauchen wir nicht. Wir bräuchten Munition. Jetzt sofort. Haben wir aber nicht. Wir kommen ja auch nicht weiter hoch. Dann müssen wir jetzt rennen. Ansonsten steht der hier gleich vor uns. Ich glaube, er kommt runter. Da ist er! Nein! Oh, du Ficker! Du verdammter Ficker! Entschuldigung. So, wir müssen in das eine Gebäude zurück, wo wir unsere Knarre abgelegt haben. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Scheiße, scheiße. Das war hier nicht in einem Zelt, ne? Das war hier. Nee, auch nicht. Das war in einem von denen hier. Nee, in denen nicht. In denen nicht, in denen nicht. Das war in einem von denen. Oh, fuck. Ich weiß noch nicht mehr, in welchem. In einem, ersten oder zweiten, glaube ich.
Hier. Rounds 0. Warum? Scheiße, das ist das Falsche. Das ist Falsche. Scheiße. Haben wir für die... Jetzt sind wir gleich tot. War's gleich. Das ist doch nicht wahr, ey. Warte. Jetzt können wir wieder drauf zugreifen. Er ist weitergegangen. Scheiße! Ich setze mich mal gerade anders dahin vor Wut. Kacke. Echt kacke. Scheiße. Mann. Das war so gut, ey. Aber, wir merken uns das Ganze. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Da führt kein Weg dran vorbei. Da müssen wir nochmal hin. Und wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen. Hätte die Munition gepasst, vielleicht hätten wir ihn erwischt. Weil ich hatte ihn ja entdeckt. Als er uns da gerade gesehen hat, aber er hat uns echt mit einem Schuss ausgeknipst. Und man muss dazu sagen, das Ganze hier ist leider etwas PvP-lastiger. Aber ich glaube, das ist die Krux bei allen Survival-Games. Das ist ja bei DayZ auch nicht anders. Und ich denke, bei H1Z1 wird es auch nicht anders werden. Woodhaven, cool. Ach. Wie gesagt, ich denke, da wird es auch nicht anders werden. Da wird PvP groß geschrieben. Und mal sehen, wie sich das Ganze da entwickelt mit diesen Airdrops. Mit dem Pay-to-Win-Zeug. Ob dem dann wirklich so ist. Wie gesagt, ich bin unentschlossen. Ich würde mir das Ganze gerne erstmal selber angucken. Ach, Mann, Alter, verpiss dich. Verpiss dich doch. Ich will nichts von dir. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Toll, es ist wieder das blöde Gebäude hier, wo nichts drin ist. Aber das Praktische ist, die Mutanten können anscheinend noch nicht in Gebäude reingehen. Und Woodhaven ist total scheiße. Ich merke das jetzt schon. Woodhaven ist totaler Scheißdreck. Hier gibt's nix. Gibt's nix, echt. Hier gibt es nix. So, ist der Typ weg. Da hinten schleicht er. Wehe, Freund, wehe. Gut, jetzt können wir ein bisschen unvorsichtiger sein, weil wenn uns jetzt jemand erschießt, ist es eh egal. Hier ist auch wieder so ein Mistgebäude. Ach, ja. Echt schade. Echt richtig schade, dass der uns erwischt hat. Ich hätte noch warten sollen, aber ich glaube, er hat uns... Ich glaube, er hatte uns so oder so gesehen. Und er war nicht dumm und hat einfach gewartet. Und hat uns dann eine verpasst. Unser erster Tod durch einen Spieler.
Nee, nee, nee. So, und ich glaube, vielleicht versuchen wir ja dann nächstes Mal mal da oben zu diesem Observatorium zu kommen, falls das funktioniert. Würde mich interessieren. Damit wir dann da auch wieder ruckzuck tot sind. Echt, ey, so ein blöder Sack. Wow. Wow, wir sind ausgestattet wie. Wie nichts, ey. So, was haben wir hier? Peace. Also, Bohnen. Wir haben natürlich wieder nichts. Was haben wir da? Wasteland. 22. Ach, geil! Cool ist das denn? Hier, das ist so eine. Weißt du? Winchester. Voll cool. Oh ja. Nicht schlecht. Haben wir gleich mal eine Waffe gefunden. Und da gehört also die 22. 22er Munition rein. Und wir rüsten uns jetzt aus und danach irgendwann gehen wir dann wieder zu diesem Airfield, ich glaube, oder Militärbasis, was es auch immer ist. Und dann räumen wir da auf. Das ist natürlich, wenn du da so eine Übersicht hast, wie er da an dem Berg erst, ist ja nicht mit, was der auf uns geschossen hatte, bist du da echt im Vorteil. Geil, wir sind auch im Vorteil. Wir haben nämlich einen Rucksack gefunden gleich am Anfang. Cool. Ja. Als wir entkommen waren, wären wir vielleicht im Vorteil gewesen. Zumindest hätten wir Munition gehabt, aber naja. Da lässt sich jetzt drüber streiten. Denn ist eine Tankstelle. Da ist dieses Motel. Wir gehen erstmal zur Tanke. Ah, geil. Lalalalalalala. Lalalalalalala. Jetzt haben wir wenigstens 8 Schuss und können uns wehren. Das sieht auch interessant aus. Aber jetzt weiß man schon, wo demnächst wahrscheinlich alle Spieler hier abhängen werden. Nämlich bei der Militärbasis, weil es da echt gutes Zeug gibt. Da gibt's gute Sachen. Nur wir natürlich wieder kein Glück. Zumindest schon Glück, aber was Munition angeht, kein Glück. Und echt scheiße, dass diese blöde 22er Munition nicht gepasst hat. Das fand ich doof. Das hätte uns unser Leben retten können, aber nein. Aber nein. Gloves. Aha. Ach, cool. Brown Jeans. Was liegt da? Nix. Brown Jeans, Brown Jeans, Brown Jeans. Warte mal. Wir ziehen die braunen Jeans an. Zack. Zack. So, was ist das? Ach, cool. Schick. Ein schickes Tarnhemd. Das andere wäre mir zwar lieber, weil das größer ist vom Platz her, aber nein, was soll's. Schick. Auf jeden Fall. Eine coole Hippie-Mütze. Hier hatten wir jetzt alles. Ja, hier hatten wir alles.
Mann, Mann, Mann. So, und jetzt suchen wir uns irgendwo ein Hütchen. Den lassen wir. Wir kümmern uns um Spieler in der nächsten Folge. Wer weiß, ich will jetzt ungerne nochmal sterben. Wirklich ungerne. So. Hier machen wir jetzt Schluss. Und in der nächsten Folge gucken wir uns das Observatorium an. Also, bis dann. Tschüss.